Hallo Leute und willkommen zu einem Video der etwas anderen, merkwürdigen Art. Ich denke, die meisten von euch haben sich schon mal Gedanken darüber gemacht, was für Items denn in den zukünftigen Generationen mit dazukommen könnten, denn bisher kamen eigentlich immer welche. Und genau das dachte ich mir nämlich auch und deswegen möchte ich euch heute meine 5 Items vorstellen, die ich mir sehr gut vorstellen könnte und die ich mir auch tatsächlich wünschen würde. Das aber nicht einfach nur, indem ich sie euch einfach nenne und vorstelle, sondern auch mit einem Anwendungsgebiet, sprich mit einem ganz konkreten Pokémon und Set. Und ein Item, was vielen in den Sinn kommt, ist vielleicht die Offensivweste. Weil wenn es eine Offensivweste gibt, muss es doch bestimmt auch eine Defensivweste geben, oder? Und ich sage nein, das sollten wir auf jeden Fall nicht machen und uns nicht wünschen, denn eine Offensivweste heißt ja deswegen Offensivweste, weil man nur offensive Moves einsetzen kann. Sprich, im Umkehrschluss würde es bedeuten, dass eine Defensivweste eine Weste ist, wo du nur defensive Attacken einsetzen kannst, also nicht Angriffsmoves. Und ich glaube, das ist nichts, was irgendwer von uns wirklich will. Aber wie wäre es dann mit einer Offensivjacke von mir aus, wo man einen physisch-defensiven Boost bekommt, statt einem speziellen? Wäre das nicht eine Idee möglicherweise? Und auch da sage ich, nee, finde ich jetzt eher nicht so geil. Denn physische Moves sind meiner Meinung nach eh schon sehr im Nachteil, weil es sowas wie Verbrennung gibt, was einfach mal den physischen Angriff um die Hälfte reduziert. Oder die meisten physischen Attacken sind Kontaktmoves und durch Kontakt hast du super viele Nachteile in Form von einem Beulenhelm, in Form von Statik, Flammenkörper und was es nicht alles gibt. Und zusätzlich kommt obendrauf dann auch noch Fähigkeiten wie Bedroher, Fellkleid oder Flauschigkeit. Und ich glaube, deswegen brauchen und wollen wir eigentlich gar keine Offensivjacke. Aber warum rede ich jetzt so lange überhaupt über diese Offensivwesten-Thematik? Wozu? Naja, ich wollte ein paar Vorüberlegungen für mich aufstellen, was wirklich wichtig an Items ist, was ich wirklich dabei haben möchte, worauf ich achten möchte. Und Punkt Nummer 1 ist, wenn wir auf die Defensivweste gucken, wenn wir Items wollen, dann sollten die im Optimalfall auch Spaß machen. Defensivweste also schon mal weg mit dir. Punkt 2 ist natürlich, dass das Ganze irgendwie weiterhin gebalanced bleiben sollte. Klar, es gibt super viele Pokémon-Attacken, Fähigkeiten, die aufeinander einwirken und deswegen ist das nicht wirklich überschaubar, aber ich habe versucht darauf zu achten, dass es nicht zu OP, nicht zu schwach ist und auch das Gleichgewicht nicht wirklich auseinanderbringt. Von daher, Offensivjacke, weg mit dir! Und um dieses Gleichgewicht möglichst aufrecht zu erhalten, möchte ich eigentlich keine großartig neuen Mechaniken mit reinbringen in die Pokémon-Welt, denn wir haben eigentlich schon sehr viele und möchte eher auf diesen aufbauen. Und der letzte Punkt der Vorüberlegungen ist, dass ich jetzt nicht einfach Attackeneffekte oder Fähigkeiteneffekte nehmen möchte und in Items transferiere, weil das wäre irgendwie jetzt nicht so die großartige kreative Leistung. Ich denke, mittlerweile haben wir aber genug gelabert, kommen wir jetzt endlich zu Item Nummer 1. Und hier habe ich mich für die Lebenssphäre entschieden. Diese hat folgende Funktion, sie erhöht die Initiative eines Pokémon um 10%, dafür bekommt sie aber bei jedem offensiven Treffer auch 10% Knockback Damage. Ist also sehr an den Lebenorb angelehnt, nur dass es hier eben nicht das Pokémon stärker macht, sondern schneller, aber immer noch seine Moves flexibel nutzen kann. 10% Speed hört sich natürlich erstmal nicht sonderlich viel an, deswegen ist es ein Item, was eher eh schon schnellere Pokémon verstärkt und somit Speed-Creeps in Draft-Ligen zum Beispiel verhindert oder ihnen einfach nochmal so das gewisse Extra gibt, ohne direkt einen Wahlschall drauf ploppen zu müssen und deinen Move nicht mehr frei wählen zu können. Ich denke, auch über 20% Speed-Boost kann man noch reden, aber wenn es Richtung 30%, 40, 50% geht, dann finde ich es ein bisschen zu strong und deswegen hier diese Einschränkung. Ein weiterer Effekt, der das Ganze ein bisschen balanced, ist, dass man durch den Rückstoßschaden erkennt, oh, da ist ein Lebenorb oder eine Lebenssphäre drauf, denn da würde ich keinen Unterschied machen in der Textnachricht, die dann angezeigt wird. Das heißt, man weiß, irgendein Leben-Item ist da auf jeden Fall drauf. Und das macht natürlich auch den Lebenorb an sich nochmal ein bisschen besser, weil wenn man jetzt sieht, oh, der bekommt 10% Rückstoßschaden, dann weiß man nicht mehr unbedingt, war das jetzt Lebenorb oder Lebenssphäre. Man muss mit beidem rechnen und das macht das Ganze auch nochmal ein bisschen vielfältiger vielleicht. Da es lediglich den Wahlschal gibt, der die Initiative steigert, wenn man jetzt mal von der Salkabeere absieht als Item, dann dachte ich mir, würde es vielleicht Sinn machen, hier ein Item solcher Art mal reinzuwerfen. Kommen wir zu meiner zweiten Idee und das sind die sogenannten Feldbomben, von denen es insgesamt 4 Stück gibt, nämlich die Grasbombe, die Elektrobombe, die Nebelbombe und die Psychobombe. Und wenn ein Pokémon dieses Item trägt und dann von einer Kontaktattacke getroffen wird, platzt diese Bombe und ein Feld betritt das Feld.
Das heißt, trägt man die Grasbombe, wird attackiert durch einen Kontakt-Move, boop, ist das Grasfeld draußen und alle Pokémon bekommen Recovery, ihre Pflanzenattacken sind stärker und so weiter und so fort. Felder wurden in letzter Zeit sehr gefeatured und damit könnte man noch ein bisschen weitermachen. Könnte allerdings auch ein bisschen krass sein. Denn jedes einzelne Mon kann das tragen und muss nur in einen Kontakt-Move reingeworfen werden, um das Feld rauszuholen. Kontakt-Move übrigens deswegen, um das Ganze wieder so ein bisschen zu balancen und abzuschwächen, dass man den nicht einfach in jeden möglichen Hit reinwirft und das Feld direkt draußen ist. Das ist, denke ich, ganz gut, dass man da so ein bisschen Kompromisse macht. Aber dennoch sehr strong, weil du natürlich hier auf den Überraschungseffekt setzen kannst. Du kannst einen Entlastungsmon mit dabei haben oder ein anderes Mon, was vom Feld profitiert. Und kannst dann einfach das Feld überraschend rausholen. Ansonsten sind ja immer so bestimmte Feldsetter mit dabei, wie Gortrom oder so. Dann siehst du, oh, da ist ein Pflanzenfeld, oh, da ist ein Kickli, oh, da soll irgendwas mit Entlastung und Grassamen vielleicht triggern. Dann ahnst du das Ganze schon. Aber durch die Grasbombe ist das Ganze nicht so offensichtlich und könnte sehr, sehr strong sein. Und natürlich könnte man jetzt überlegen, hey, wenn man das Ganze schon Bombe nennt, könnte man demjenigen, wo die Bombe platzt, ja auch Schaden hinzufügen. Andererseits glaube ich, dass das Item vielleicht sogar noch stärker machen würde, weil du dadurch direkt Momentum erzeugst. Das Pokémon zum Beispiel holt das Feld raus, stirbt direkt und du kannst das Entlastungsmon direkt reinbringen und kannst gleichzeitig auch noch vom Feld viel länger profitieren oder zumindest eine Runde länger profitieren oder sowas. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das ein bisschen zu krass ist. Könnt ihr ja eure Meinung sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr schon mal dabei seid, so langsam unter das Video zu gleiten, dann könnt ihr direkt doch auch auf den Abonnieren-Button drücken, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Würde mich sehr freuen und so verpasst ihr keines dieser oder anderer Videos auf diesem Kanal. Ach ja, und eine Sache, die ich bei den Vorbereitungen vergessen habe für die Items, ist, dass ich sehr gerne mit diesen Items versuchen würde, Pokémon wieder brauchbar zu machen, die man im Competitive eher nicht so sieht. Also genau das, was Mega-Entwicklungen oder Alola-Formen oder Galar-Formen, Galar-Entwicklungen schon probiert haben, könnte man eigentlich auch noch mehr mit Items machen. Denn es gibt ja diese spezialisierten Items, sage ich mal, für bestimmte Pokémon, wie für Porenta, die Lauchstange, Seelentau für Latios, Latias, Kugelblitz für Pikachu und so weiter und so fort. Und ich habe mich jetzt einfach mal umgeguckt, was gibt es denn für beliebte Pokémon, die im Competitive nichts reißen. Und eingefallen ist mir dieser kleine Ganovi hier, Ledian. Und der bekommt jetzt nämlich Item Nummer 3 und zwar den Blitzfäustling. Der auf der einen Seite episch klingt, was Ledian dringend nötig hat, und auf der anderen Seite aber auch irgendwie süß und knuffig, was Ledian bereits ist. Und das vereint das Ganze so ein bisschen. Aber was genau macht der Blitzfäustling? Kann Ledian jetzt plötzlich einfach so die übelsten Donnerschläge austeilen? Jein, so ein bisschen, aber das Blitz steht eigentlich nicht für Elektro, sondern für die Geschwindigkeit von Ledians Schlägen. Denn der Blitzfäustling, der nur bei Ledian funktioniert, sorgt dafür, dass Ledian immer einmal mehr zuschlagen kann, wenn es eine Hieb-Attacke einsetzt. Also Eishieb, Donnerschlag und so weiter und so fort treffen nicht nur einmal, sondern zweimal. Wenn es Kometenhieb noch geben würde oder das irgendwann wiederkommt, dann trifft er nicht 2 bis 5 Mal, sondern 3 bis 6 Mal. Immer einmal mehr. Aber warum ist das jetzt für Ledian so gut, abgesehen davon, dass der so kleine Boxknüppel da an sich dran hat? Was bringt ihm das wirklich? Naja, erstens hat er unfassbar viele Hieb-Attacken. Wir hätten da nämlich den Ableithieb, den Powerpunch, den Eishieb, den Tempohieb, den Steigerungshieb, den Donnerschlag, den Wuchtschlag, den Mega-Hieb und eventuell sogar noch den Kometenhieb. Das ist eine ganze Menge. Und zusätzlich besitzt Ledian natürlich auch noch eine Fähigkeit, und zwar die Eisenfaust, die diese Schläge um 20% boostet. Und naja, wenn du jetzt einen Eishieb hast und mit dem nicht nur einmal zuschlägst, sondern zweimal, dann ist das ja quasi eine Verdopplung deines Angriffs. Nicht ganz, aber doch in die Richtung. Aber wenn man sich jetzt überlegt, ist doppelter Angriff für Ledian vielleicht ein bisschen zu krass, dann, nee, eigentlich nicht. Denn diese Fähigkeit gibt es natürlich schon. Wir haben da zum Beispiel Azumarill und wir haben zum Beispiel Meditalis, die Mentalkraft und Kraftkoloss besitzen und den Angriff einfach verdoppeln. Und wenn wir uns die Angriffsbase von denen mal angucken, dann sehen wir bei Azumarill, das ist eine 50er Angriffsbase, was ziemlich niedrig ist. Und bei Meditalis eine 60er Angriffsbase, was auch ziemlich niedrig ist. Aber Ledian hat eine Angriffsbase von 35. Ist also nochmal ein ganzes Stückchen weiter drunter. Das heißt, hier eine quasi Angriffsverdopplung, weil er zweimal zuschlagen kann mit Hieb-Attacken. Nur für Hieb-Attacken bei dieser Base ist, glaube ich, jetzt nicht zu krass. Auch wenn das Ganze natürlich nochmal Eisenfaust geboostet wird, kommt er damit ungefähr auf einen Angriff von Azumarill ein bisschen drüber vielleicht.
Aber Azumarill hat natürlich ein paar gewaltige Vorteile, denn erstens kann der ganz solide Stabs rausballern mit Wasser und Fee, während, ja, Ledian halt keine Hieb-Attacken, die ja nur verstärkt werden, besitzt, die vom Typ Flug oder Käfer sind. Das heißt, der besitzt gar keine Stabs, die davon profitieren würden. Zweitens muss Ledian dafür überhaupt erstmal ein Item tragen. Azumarill kann zum Beispiel einfach nochmal ein Walband oben drauf klatschen. Und dann hat Ledian auch noch den Nachteil, dass er quasi zweimal zuschlägt und damit zweimal Kontakt erstellt. Und wie wir schon festgestellt haben, sind auch Kontaktattacken selten wirklich gut. Das bedeutet, Flammenkörper, Statik, Beulenhelm, all das ist ein Problem für Ledian. Dennoch hat Ledian, dadurch, dass es nicht einfach nur eine Angriffsverdopplung ist, sondern zwei Hits kommen, aber auch Vorteile. Denn er kann natürlich auch zweimal von dem Nebeneffekt profitieren von den Schlagattacken. Zum Beispiel beim Ice Heap hat er eine 10% Chance zu freezen, schlägt dann aber nochmal zu und hat nochmal 10% zu freezen, was eventuell ganz cool sein könnte. Richtig cool wird es dann aber zum Beispiel bei Steigerungshieb, denn den hat er ja auch zur Verfügung und kann damit nicht nur den Angriff um eine Stufe, sondern sogar um zwei Stufen steigern. Und das ist ziemlich crazy dann, weil dann böllert der Junge richtig rein. Um jetzt also zum Fazit des Blitzfäustlings zu kommen: Das macht Ledian um einiges stärker, aber hat auch super, super viele Nachteile. Es ist ein Item, was man auf Ledian dann immer oder sehr, sehr häufig spielen wird, sodass man immer damit rechnen kann. Das Typing ist nicht so gut, der kommt halt nicht in die Tarnsteine wirklich gut rein, weil er ja keine Plateauschuhe oben drauf spielen kann und. Kann aber mit Setup wie Agilität, Steigerungshieb sehr, sehr gefährlich werden. Das wird für den Jungen aber gar nicht mal so leicht rauszukriegen, wobei der einen soliden Speed und eine sehr gute spezielle Defensive hat. Also möglich im richtigen Moment mit dem richtigen Support ist es vielleicht, und deswegen könnte Ledian vielleicht auch mal das ein oder andere Match für sich entscheiden. Und holy, das würde ich gerne sehen. Und jetzt machen wir weiter mit Item Nummer 4, und auch das ist ein spezielles Item für ein bestimmtes Pokémon, beziehungsweise für ein bestimmtes Pokémon-Pärchen, und zwar Sonnfell und Lunastein. Der ein oder andere kennt von euch vielleicht das Lied oder den Spruch Sonne, Mond und Sterne. Und mit Sonnfell haben wir eine Sonne, mit Lunastein den Mond. Sprich, es fehlen noch die Sterne. Und wir haben eigentlich schon ein passendes, existierendes Item, was man so ein bisschen um eine Funktion erweitern könnte. Und zwar den Sternenstaub. Wenn jetzt hier irgendwer Auge macht und sagt, das ist kein neues Item und so heißt der Titel, dann nenne ich das halt von mir aus Stern. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Aber was macht der Sternenstaub jetzt eigentlich, wenn Lunastein und Sonnfell den tragen? Nun ja, es verstärkt alle sogenannten Cosmic-Attacken um das Doppelte. Und das ist ziemlich crazy. Aber was sind jetzt wiederum Cosmic-Attacken? Das ist jetzt doch eine neue Mechanik oder eine neue Attackenkategorie, die ich einführe und die ich relativ cool finde. Also da kann man so ein bisschen Auge drauf machen, ob das so Sinn macht oder nicht. Aber dazu zählen zum Beispiel Cosmic-Kraft, Mondgewalt, Mondschein, Meteorstrahl, weil ist ein Meteor und so, und eventuell auch Erdbeben und Erdkräfte, weil die Erde an sich ist ja auch ein Planet, ist ja auch was Kosmisches und könnte dadurch eben auch verstärkt werden. Und all diese Attacken werden durch den Sternenstaub eben um 100% geboostet. Das heißt, Kosmikkraft steigert deine Verteidigung und Spezialverteidigung um ganze 2 Stufen. Und das ist natürlich sehr crazy, deswegen braucht das Item natürlich auch wieder irgendwo einen Balancing-Aspekt, und deswegen ist es hier ein Verbrauchs-Item. Das heißt, ein einziges Mal triggert das, sobald du eine Cosmic-Attacke einsetzt. Das heißt, du kannst nur einmal deine Verteidigung und Spezialverteidigung um 2 Stufen steigern. Bei Attacken wie Mondgewalt, Erdbeben und Erdkräfte sorgt es dann eben dafür, dass die Attacke doppelt so stark ist, was ziemlich cool sein könnte. Und beim Meteorstrahl haben wir natürlich nochmal eine Besonderheit, denn hier aktiviert sich das Item in dem Moment, wo Lunastein, Sonnfell, Meteorstrahl aktivieren und ihren Spezialangriff erhöhen. Das heißt, hier wird der Spezialangriff statt um 1 Stufe um 2 Stufen erhöht. Der eigentliche Damage bleibt dann aber der gleiche, weil es sich halt in Runde 1 aktiviert. In Runde 2 ist das Item bereits weg. Und dann haben wir natürlich noch den Mondschein, den angesprochenen, der halt logischerweise nicht um 50%, sondern um 100%. Aber eben nur einmal. Ein weiterer Balancing-Aspekt ist natürlich, dass es ein zugeschnittenes Item für Lunastein und Sonnfell ist. Sprich, wenn man Lunastein und Sonnfell sieht, kann man sehr mit diesem Item rechnen, kann sehr dann dementsprechend mit dem Cosmic-Kraft-Set zum Beispiel rechnen und dementsprechend reagieren. Das macht es ein bisschen berechenbarer. Und damit kommen wir zum letzten Item, und zwar einem Item, was ja einfach so ein bisschen in die Zeit passt, sowohl Pokémon-spezifisch als auch gesellschaftlich, und zwar die sogenannte Wechselpille. Wir können dem gerne auch einen anderen Namen geben, aber das ist jetzt der Name, der mir eingefallen ist.
Und zwar sorgt es dafür, dass ein Pokémon sein Geschlecht ändern kann. Und es ist eigentlich kein Kampf-Item. Ich werde gleich auch noch einen Kampfeffekt dazu erzählen. Aber eigentlich ist es dafür da, wenn du ein männliches Molunk fängst und das ist shiny, dann würdest du das natürlich super gerne zu Amphira weiterentwickeln. Aber diese Funktion gibt es nicht. Und wenn man jetzt drüber nachdenkt, hat Pokémon so gut wie alles eingeführt, um aus einem schlechten, ungünstigen Pokémon das Perfekte zu machen. Man hat Goldkronkorken, man hat Fähigkeitenkapseln, man hat Fähigkeiten Pflaster und so weiter und so fort und kann mittlerweile fast alles irgendwie damit machen, Proteine und so mit Items. Aber das Geschlecht ändern kann man aktuell noch nicht und von daher ist es für mich einfach eine logische Konsequenz, dass man mit der Wechselpille das Geschlecht ändern kann. Aber wie eben angesprochen, gibt es auch einen Kampfeffekt und zwar, wenn ein Pokémon die Wechselpille im Kampf trägt, dann wird es zwar immer noch das männliche Symbol haben, aber wird als weibliches Pokémon gehandelt und andersherum. Das ist halt relevant für Attacken wie Anziehung oder wie für Fähigkeiten wie Rivalität. Das heißt, eine absolute Mini-Nischen-Item-Geschichte, aber vielleicht findet die irgendwo mal irgendwann ihre Verwendung. Man weiß ja nicht. Und das waren dann die 5 Items für heute. Aber bevor ihr jetzt abschaltet, ein Bonus-Item habe ich tatsächlich am Ende noch. Vorher wollte ich euch allerdings noch sagen, schreibt doch super gerne mal eure Ideen zu Items in die Kommentare. Denkt an das gesamte Zeug, ne, woran ich so gedacht habe vielleicht, also besonders das, was euch wichtig ist, Balancing-Aspekt und so weiter und so fort. Schreibt gerne euer Zeug rein und wenn wir genug zusammenbekommen, genug nicen Stuff, der mich auch überzeugt, dann gibt es ja vielleicht ein Part 2 mit euren Item-Ideen. Das fände ich auch sehr, sehr cool. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal Shoutouts raushauen an Blocky, der mir so ein bisschen geholfen hat mit den Items, mit dem ich so ein bisschen darüber sprechen konnte. Und auch an Pokebazi, durch den ich auf die Idee gekommen bin, denn der hat ein ähnliches Video gemacht, bei dem ihr sehr gerne mal vorbeischauen könnt. Ich bedanke mich an der Stelle schon mal fürs Zuschauen und wir kommen jetzt noch zum Bonus-Item. Und zwar der sogenannten Attackenhülle. Und warum ist es ein Bonus-Item? Naja, es gibt schon Aspekte oder Argumente, warum dieses Item tatsächlich auch ins Spiel kommen könnte. Aber ich gehe eher nicht davon aus. Die Attackenhülle ist auch ein Verbrauchs-Item, das heißt, sobald dieses Item getriggert wird, ist es weg. Und das Item kann man dadurch triggern, dass man seine 5. Attacke einsetzt. Pokémon haben ja normalerweise nur 4 Attacken. Mit der Attackenhülle kann man aber eine 5. Attacke hineinlegen in dieses Item und quasi einmalig verwenden. Man könnte jetzt eben meinen, das ist eine komplett neue Mechanik, 4 Attacken zu 5 zu machen. Das passt irgendwie nicht zu Pokémon. Und da muss ich auf der einen Seite sagen, ja, aber auf der anderen Seite sagen, nein. Denn im Dynamax-Abenteuer gab es ja Bosskämpfe, also gegen die Dynamax-Pokémon, die halt vor einem standen. Und die konnten 5 Attacken. Das heißt, so komplett neu ist das eigentlich nicht. Aber dennoch müsste man das Overlay halt anpassen, das Kampf-Overlay. Da sind ja nicht nur 4 Attacken dann, sondern 5 Attacken. Und das müsste man ja irgendwie machen. Sehe ich ein. Es gibt allerdings eine weitere Möglichkeit, wie man auch das Overlay anpassen müsste, aber so wie man es in der Vergangenheit schon mal gemacht hat. Und zwar, indem man Aktivierungs-Items einführt. Ne? Indem man dann einen Knopf hat, da drückt man drauf und dann aktiviert sich ein Item. Klingt auch erstmal ungewohnt, aber wir hatten das wie gesagt schon. Und zwar in Gen 6 mit der Mega-Entwicklung, die musste man aktivieren per Knopfdruck. Und in Gen 7 mit Z-Stein, die musste man aktivieren per Knopfdruck. Und warum soll man das nicht für eine Attackenhülle auch nutzen können? Man aktiviert diese Attackenhülle und blub, alle 4 Attacken, die zur Auswahl stehen, werden eben zu dieser 5. Attacke, die man dann einmal einsetzen kann, dann ist das Item verbraucht. Ab dem Punkt kann man die Attackenhülle nicht mehr einsetzen. Da könnte man natürlich sehr, sehr viel mehr noch machen, solche Aktivierungs-Items, aber ob ich das gut oder schlecht finde, weiß ich nicht. Und ehrlich gesagt, abseits davon, ob das jetzt eine neue Mechanik ist, ob man das Overlay ändern muss, was beides natürlich eher so ein bisschen ungünstig ist für dieses Format, glaube ich auch, dass die Attackenhülle trotz des negativen Effekts, dass man es nur einmal diese Attacke einsetzen kann, trotzdem sehr strong ist, weil es gibt da sowas, das nennt sich Setup. Und Setup-Moves setzt du oft nur einmal ein. Sowas wie Nitro-Ladung zum Beispiel reicht ja einfach aus, auf plus 1 outspeedest du halt einfach schon viel. Und wenn du einmal nur Nitro-Ladung drückst, kannst du 4 Coverage-Moves haben, die dann halt die Pokémon abdecken, die dich erwarten, ne? Die da kommen könnten. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Das gleiche gilt für sowas wie Schwertanz oder Ränkeschmied. Die drückt man meistens auch nur einmal. Okay, also auch da würde das reichen mit einer Attackenhülle. Aber ein sehr, sehr crazyes Set wäre halt zum Beispiel das hier. Kagoron und Autotomie. Weil auch hier drückst du nur einmal Autotomie. Und das gilt natürlich für alle möglichen Agilitätssets und sowas. Das brauchst du halt in der Regel nur einmal. Und deswegen glaube ich, ist die Attackenhülle
ein bisschen zu strong und deswegen war das eher so ein Bonus-Item, weil die anderen kann ich mir durchaus vorstellen. Jetzt würde mich aber eure Meinung zu meinen Items interessieren, eure Ideen zu euren Items und ja, ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Format oder wenn euch die Idee, wenn euch dieses Video gefallen hat und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin und tschüss!